Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und zum Ende des Jahres würde ich Ihnen gerne einen Überblick geben über die interessantesten Titel des Jahres. War ja ein sehr bewegtes Börsenjahr. Sicherlich haben Sie auch hier schon vielleicht das ein oder andere Video auf unserem YouTube-Kanal verfolgt. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren, dass Sie auch keines dieser wöchentlichen Videos verpassen, wo wir genau diese Werte einmal vorstellen. Aber da es ja, sagen wir mal, im Februar, Ende Februar sehr stark nach unten ging oder eine sehr starke Korrektur durch die Corona-Krise kam, gab es natürlich danach einige Chancen oder viele Werte haben dann wirklich eine Riesen-Performance hingelegt, quasi nicht nur dieses Minus wieder aufgeholt, sondern zu neuen Allzeithöchstständen zurückgelaufen. Und das haben wir natürlich auch in vielen Indizes gesehen. Und ich würde Ihnen gerne einmal einen Überblick geben, vielleicht von den interessantesten Titeln für das aktuelle Jahr. Sie können das auch gern selbst einmal nachverfolgen, indem Sie hier auf unsere Webseite gehen. Wir haben das jetzt hier einmal nach den aktuellsten sortiert. Aktuellste war natürlich jetzt Apple, was in den letzten Tagen recht gut performt hat, wo wir gerade auch noch einiges Interessantes für die nächsten Wochen vermuten. Wir haben Plug Power, glaube ich, zwei, dreimal dieses Jahr schon im Depot gehabt. Auch da finden Sie die entsprechenden Artikel. Wir schauen uns auch gleich die Werte an. Ich möchte nur mal ganz kurz so eine Auswahl von drei, vier Titeln geben. Also wir haben Apple, wir hatten Plug Power, wir hatten natürlich hier auch mehrfach dieses Jahr Tesla mit dabei, ähnlich wie den chinesischen Automobilhersteller NIO. Natürlich mit dem Impfstoff war es auch in der Form ganz interessant, was Pfizer macht, wie die Aktie sich in der Form bewegt. Da wollte ich auch einen kurzen Blick noch drauf werfen. Und ja, wenn wir so ein Stück weit in den Sommer zurückgehen, sehen Sie auch hier Apple noch einmal, sowie Plug Power. Und vielleicht einen Wert noch zu nennen, hatten wir hier noch Beyond Meat. Das sind so, ja, sagen wir natürlich bekannte Titel aus Amerika, aber dass wir uns auch nochmal diese Werte im Chart anschauen, wollen wir vielleicht zuerst einmal mit Apple starten. Apple aktuell nicht ganz am Allzeithoch, aber kurz davor, dieses wieder zu erreichen. Hier sehen wir den Verlauf und ganz interessant zu sehen, wenn Sie sich mal überlegen, wo das Ganze hier im Februar stand. Da hatten wir, ach, das waren 80 Dollar, genau. Und die Korrektur ging dann nochmal runter auf 50 ungefähr, bis dann hier dieser wirklich gigantische Anstieg bis Ende August, Anfang September auf 140 kam. Also wenn man sich überlegt, dass Apple hier in der Form, ja, 55 Dollar war hier der Tiefkurs Ende März, Hochkurs 140. Ich sage mal, dass eine Apple-Aktie sich in einem Jahr fast verdreifacht oder über 100% Performance hinlegt, hatten wir in der Form, glaube ich, auch länger nicht mehr. Gerade bei einem Schwergewicht, wie es Apple ist, sind die Bewegungen, sage ich mal, eher überschaubar gewesen in den Jahren zuvor. Also das zeigt schon mal ganz gut, wenn Apple so eine Bewegung hinlegt, was dieses Jahr auch bei anderen Titeln möglich war. Wir haben natürlich auch hier vielleicht noch ein Beispiel, was es etwas besser zeigt. Einer der größten Gewinner am Anfang der Krise mit Zoom. Auch den Wert hatten wir, glaube ich, April, Mai hier oft mit in unseren Empfehlungslisten sehen. Zoom war hier, ja, im Februar noch bei 60 Dollar, in der Spitze waren wir bei 600, also fast eine Verzehnfachung dieses Jahr, was der Wert hier erreicht hat. Klar, solche Extremwerte sind jetzt auch schwer abbildbar, dass man vom Tiefkurs bis zum Hochkurs das mitnimmt, aber ich glaube, das verdeutlicht ganz gut, was natürlich dieses Jahr aufgrund auch der Krise für große Bewegungen möglich waren, gerade von Werten, die jetzt etwas stärker davon profitiert haben. Und wir hatten ja gleich als zweiten Titel Plug Power einmal angesprochen. Auch den Wert würde ich Ihnen gerne noch einmal zeigen. Da haben wir nämlich jetzt auch hier den Ausbruch in den letzten Tagen nochmal gesehen. Aber wie wir es im Blog gesehen hatten, wir hatten diesen Wert auch schon September, August einmal in unseren Empfehlungslisten mit drin und jetzt ganz aktuell in den letzten Tagen. Aber ich glaube, es lohnt sich auch hier nochmal auf unsere zwei Elektroautomobilhersteller einzugehen. Zum einen haben wir hier Tesla, die selbst mit dem Aktiensplit dieses Jahr ja, eine Riesenperformance hingelegt haben. Die waren, glaube ich, jetzt im Februar bei 100 Dollar, um die 100 Dollar.
sind jetzt 700 Dollar an der Spitze gewesen. Es ist leicht zurückgegangen. Also man sieht schon, dass dieses Jahr wirklich gigantische Bewegung bei auch den wirklich großen Titeln, was man ja sonst vielleicht nur von Biotech-Werten gewohnt ist, möglich waren oder nicht möglich waren, die wir wirklich hier gesehen haben. NIO ist ähnlich, NIO fast ein Penny-Stock am Anfang des Jahres. Da sprechen wir hier von einem Preis von, glaube ich, 2, 3 Dollar, die NIO wert war. Und der Spitze sind wir jetzt bei 60 Dollar. Also wenn man die extremen Werte sieht, ist der Wert aus China natürlich hier, glaube ich, das krasseste Beispiel von allen Werten, die wir jetzt hier gesehen haben. Aber neben Plug Power, Tesla und NIO hatten wir ja auch jetzt bei den Blogbeiträgen noch einen ganz anderen Wert gesehen, der, glaube ich, auch noch ganz gute Chancen hat für die nächsten Wochen und die nächsten Monate, vor allen Dingen Beyond Meat. Generell ein ganz volatiler Wert, hat jetzt von der Krise sich auch, sage ich mal, einen großen Rückschlag mit erlitten, ist aber jetzt im Endeffekt wieder auf dem Niveau, wo wir im Januar schon waren. Im Januar hatten wir hier diesen Ausbruch auf, was hatten wir hier, 130, 140 Dollar, da sind wir jetzt wieder. In der Zwischenzeit war es auch schon mal bei 200 Dollar. Ist jetzt nicht dieser extreme Wert, wo wir jetzt wirklich Tiefstände im März gesehen haben und die Höchststände jetzt im späten Herbst, November, Dezember. Aber trotz alledem immer noch mal ein ganz interessanter Wert vom Volumen, auch vom Optionsvolumen, der natürlich einiges an Möglichkeiten hier verspricht. Und den letzten Wert, den ich Ihnen noch zeigen wollte, der war, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Artikel. Das war jetzt aktuell prozentual für uns nochmal im Optionsbereich der größte Trade, General Electric. Da ist es Anfang Oktober, der Wert noch bei, das müssten 6 Dollar gewesen sein, war bei 6 Dollar, genau, jetzt sind wir bei 11,50 Dollar. Also der Wert hat sich auch hier in 2 Monaten verdoppelt. Klar, er ist noch nicht auf dem Niveau wie vor März, aber es gibt natürlich immer noch Werte, die jetzt noch nachziehen, wo vielleicht die Möglichkeiten noch da sind. Und ich glaube, der größte Irrglaube ist immer, wenn ein Wert schon gut gelaufen ist, was vielen sicherlich im Mai, Juni, Juli passiert ist, dass die nicht noch weiterlaufen können. Weil genau in dem Moment, wenn man denkt, die Luft ist raus, gibt es sehr, sehr viele Werte, die sich dann selbst nochmal verdoppeln. Und da ist es dann auch ganz interessant, welche Möglichkeiten man hat, solche Gewinne noch weiterlaufen zu lassen. Im Optionsbereich ist das mit einem Rollen immer ganz interessant, aber um jetzt auch mal auf absolute Zahlen zu schauen, wollen wir natürlich auch einmal in die Portfolioansicht zu gehen. Und hier sehen Sie dann die Performance-Übersicht. Wir können natürlich hier auf monatlich gehen, nur um das mal kurz darzustellen. Haben wir hier eine Möglichkeit, uns nochmal einen Monat anzuzeigen, der jetzt hier mit 2% gelaufen ist. Wir können aber auch hier Year to date sehen. Das ist jetzt mal ein spezielles Portfolio, was etwas konservativer hier behandelt wurde, wo wir jetzt erst im Mai damit begonnen haben. Year to date jetzt bei 16% sind für diese 6-7 Monate, die wir aktuell haben. Und sehen natürlich auch hier, dass es nie eine Einbahnstraße ist. In jeder Abwärtsbewegung gibt es immer wieder kleinere Bereiche, die auch ins Minus laufen. Und ganz gut zu sehen, insgesamt waren wir in der Form hier nur im Juni mit diesem Depot einmal kurz, im Juli war es, um genau zu sein, kurz im Minus. Ansonsten waren es sukzessive Gewinne, die sich natürlich dann dementsprechend immer wieder addiert haben. Im Optionsbereich ist natürlich dann die Verfallstage auch ganz wichtig, wo wir dann auch dementsprechend die Prämien kassieren. Aber neben diesen Werten, die wirklich gut gelaufen sind, die wir jetzt gesehen haben, müssen wir natürlich auch vielleicht einen kurzen Blick mal auf die Werte legen, die jetzt nicht ganz so gut gelaufen sind. Und ich glaube, der Bereich, der sich jetzt am wenigsten erholt hat und wo es sicherlich dieses Jahr, ich will nicht sagen, wenig zu holen gab, weil es gibt natürlich auch Short Trades, die gute Gewinne bringen. Aber wenn man jetzt lediglich von Long Trades oder von Long-Einstiegen ausgeht, sind es natürlich die Airlines. Wir haben American Airlines, Delta Airlines. Die hatten immer mal ihren kleinen Ausbruch, aber ich glaube, die brauchen auch langfristig sicherlich noch am längsten, um irgendwann mal wieder auf ein ähnliches Niveau zu kommen, wie es im Februar oder März war. Und auch ganz dramatisch, da werden sich vielleicht die meisten gar nicht mehr erinnern können, ist natürlich die Ölindustrie oder der Ölsektor. Wenn wir nur mal einen Blick auf United States Öl Fund werfen,
Da ging es schon lange vor der Krise los. Und zwar haben wir hier das Jahresanfang, das nur bei, ja, umgerechnet jetzt glaube ich über 100 Dollar beim Öl-ETF. Aktuell liegen wir jetzt nur noch bei 30. Hier gab es ja durch Saudi-Arabien, die ja, Ölproduktion nicht gestoppt haben, einen riesen Einbruch, schon bevor es überhaupt zur Corona-Krise, wenn man so sagen will, gekommen ist. Das war hier im Februar, März. Also das hat sich natürlich dann durch die Corona-Krise noch verschärft. Es wird sicherlich jeder sich noch erinnern können, dass sogar der Future-Preis negativ war für ein Öl. Das heißt, man ist unter Null gefallen. Das war jetzt speziell an den Future-Märkten so, weil natürlich das Leben im März komplett zum Erliegen gekommen ist. Haben wir im Ölpreis natürlich auch wahnsinnige Übertreibungen gesehen. Und alles, was in diesem Bereich noch zu nennen ist, ob das ExxonMobil ist, ob das BP ist, das sind natürlich Werte, die sind nicht mal annähernd an diesem Niveau wieder angekommen, wie sie jetzt aktuell liegen. Und was natürlich auf der einen Seite gut lief, müssen wir auch hier erwähnen, dass es auch viele Titel gab, wo das ganze Jahr nicht ganz so gut aussah und wo sicherlich das Jahr auch in der Sinne nicht positiv ausgelaufen ist. Und ja, sollten Sie weiterhin auch die Trades der Woche oder die interessanten Aktien mitverfolgen wollen, dann subscriben Sie bitte hier zu unserem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und schönen Abend noch.